Also wie gesagt, ich bin hier, ne? Ich quatsch auch gerne mit euch. Wenn ihr Fragen habt, einfach in den Chat reinschreiben. Oh, da darf ich nicht lang.
hier war mal eine Hydra. Kommandeur, ist euch heute kühn zumute? Ich habe hier ein paar temperamentvolle Materialien. Ich könnte ein ruhiges Händchen brauchen. Wollt ihr wissen, was ich gesehen habe, seit ich hier bin? Ihr und ich, wir sind beide weit weg von zu Hause. Lasst euch berichten, was wir bisher über diese Eisscholle erfahren haben. Rox und Bottica sind gekommen, um mit den Schauflern zu reden. Um zu sehen, ob es gemeinsame Interessen gibt. Sie könnten vielleicht Hilfe brauchen. Das sind die Ölfelder, die den Schauflern ihren Treibstoff liefern. Zumindest früher mal. Durch den Drachenbrand kommen sie nicht mehr hin. Wir haben von einem Schaufler reden hören, der hier draußen nicht gebrandmarkt wurde. Wahrscheinlich wäre er dankbar für etwas Hilfe. Sein als das. Da habt ihr nicht Unrecht. Ja.
Gut an.
Hier drüben! Bortica hat mich gebeten, die Eisscholle auszuspülen. Mein Ivan und ich wollten von harter Arbeit und der Freude voll verwirklichter Ideale leben. Ein paar Kinder bekommen, ein Zuhause aufbauen. Die Brandmarkung ist ein grausames Schicksal. Wenigstens wart ihr es, die ihn ausschalten durfte. Etwas anderes hätte er auch gar nicht gewollt.
So macht man das. Kommandeur, die Ölbehälter sind mit gebrandmarkten Kristallen versiegelt. Und selbst wenn es nicht so wäre, scheint Varia nur wenig Neigung zum Teilen zu zeigen. Wir haben die Hälfte unserer Leute an den Brand verloren. Unsere Ausrüstung auch. Und jetzt verlangt ihr das bisschen Öl, das uns noch bleibt? Wir wollen doch das Gleiche, Varia. Einen Kalkatorik weniger auf der Welt. Ich könnte die gebrandmarkten Kristalle von euren Behältern und eurer Ausrüstung entfernen. Würde euch das etwas großzügiger stimmen? Schon möglich. Danke, Oreen, aber Kalkatoriks Aufmerksamkeit brauchen wir jetzt noch nicht. Könntest du vielleicht wieder unter die Erde gehen und mal für mich nach Taimi schauen? Oh ja, unbedingt nach Taimi schauen. Wow. Nun, Varia, wie sieht's aus? Ihr habt Wort gehalten. Ich werde euch geben, was wir erübrigen können. Wenn eure Freunde unsere Ausrüstung wieder zum Laufen bringen, gibt es mehr. Wir werden dafür sorgen, dass die Schmiedemeisterin das Öl bekommt. Kommandeur, wenn ihr Öl habt, brauchen wir eine neue Waffengussform. Schmiedemeisterin Helena sagt, die alte sei zerbrochen. Sie schlägt vor, dass wir mit den Zwergen sprechen. Roban ist da, aber er ist nur ein Kopf. Daher, hier ist Ogden. Was? Was soll ich? Hallo? Ogden, wir brauchen eine neue Gussform zum Schmieden der Waffen. Irgendwelche Ideen? Da wäre Frodart Stahlstern. Bin ihm nie begegnet, aber der Drachenblutspeer war sein ganzer Stolz. Klingt, als wäre er der richtige Zwerg. Wo kann ich ihn finden? Nun, er ist tot. Aber das hat euch ja noch nie aufgehalten. Vielleicht findet sich ein Hinweis in seinem Grabmal. Seht mal nach und macht Notizen für mich. Thank you.
Verzeihung, wisst ihr, wo ich das Grabmal von Frodak Stahlstern finde? Habt es gefunden? Was wollt ihr? Ich suche nach einer Gussform. Ich muss ein paar Waffen schmieden, um Kralkatorik zu besiegen. Ach ja? Was ist denn aus dem ersten Speer geworden, den wir gemacht hatten, hm? Ah ja, richtig. Ihr habt ihn zerbrochen. Ja, ganz recht. Ich weiß, wer ihr seid. Worte sprechen sich herum, Geister tratschen. Viel kann man ja sonst nicht tun in den Nebeln. Ihr wisst schon, ihr wisst das. Oh ja, also könnt ihr mir helfen? Das könnte ich, wenn ich in mein eigenes verdammtes Körper reinkäme. Der verdammte Kopfling ist da drin und ruiniert alles. Ich kann dich hören! Wollt ihr damit sagen, da drin ist noch eine Gussform, die ich mitnehmen kann? Verwettet eure Drachentöterstiefel drauf. Hier, nehmt diese Platte. Ihr braucht sie, um reinzukommen. Jetzt gibt's Ärger, Freundchen! Übrigens gibt es in diesen Ruinen auch sonst noch einen Haufen Nützliches. Aber auch einen Haufen versperrter Tore. Und ein paar von den Geistern hier sind echte Idioten. Verschieben ständig die verdammten Platten. Gut zu wissen. Thank you.